Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Dying Light. Hallo und herzlich willkommen, ne? Der Sandro, der ist auch wieder da, ne? Und der rumschreit. Wer? Wer schreit rum? Bist du schon im Spiel? Bist du schon am Daddeln? Ohne mich. Ganz ohne mich. Mir fällt gerade auf, ich muss... Ich muss noch irgendwas machen. Ausgenockt. Genau, ich muss auch den Spieltitel kurz ändern. Und zwar, wir spielen jetzt Doing Lüt. Aktualisieren. So, zack. Die Musik ist so geil, die 8-Bit-Bucke im Menü. Hallöchen. So, ich muss nochmal unter Optionen gehen. Weil Spiel. Sichtfeld, Gamma, Punktvisier aus, Waffe wechseln aus, Tipps an, deutsche Sprache, Effekte passen, glaube ich, soweit. Und nein, ich muss auch dann noch schauen, ob meine Facecam so passt. Ich mache einfach hier das ein bisschen kleiner. So. Die Facecam passt bis jetzt. Hackfleisch! So, Spiel. Ich wollte noch was einstellen. Es gab noch was. Extras? Nee. Option. Das war unter Spiel. Oder nicht? Online war es. Spieltyp, nur Freunde. Menschliche Spieler erlauben ein. Sprachchat aus. Also hast Sprachchat auch ausgemacht, oder? Häufigkeit der Invasion, jede Nacht. Häufigkeit der Koop-Wettkämpfe, normal. Jede Nacht wird geliebt. Rollentausch ist es... Okay, dann fange ich jetzt mal an mit der normalen Kampagne. Neues Spiel starten. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Was hast du bis jetzt gemacht? Nix. Eine Option eingestellt. Ich habe schon angefangen. Normal oder schwer? Wollen wir schwer? Okay. Wir sind doch Skiller. Nein, erstmal nicht, kann ich schon dann umstellen. Ich habe jetzt schon alles angefangen, weil du hast gesagt, du sollst spielen, also auf ja auch spielen drückt. Aber in Games schon. Jo, alles klar. Hat aktiviert, beginne Briefing. Information: Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen: Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten.
Alles klar. War ja gar nicht viel Information für eine Minute. So, hallo und herzlich willkommen zu Dying Light. Wir machen jetzt erstmal eine schöne Punktlandung auf dem brennenden Auto, bitte. Oder wir verheddern uns irgendwo. Geil. Special Agent Cookie. Und tot. The End. Das war's. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Reis! Zurück mit euch! Los! Kann nichts machen. Stopp! Lärm zieht sie an. Rückzug! 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 Vielleicht hätte ich mich doch für die englische Sprachausgabe entscheiden sollen. Komm, wir müssen los! Wohin? Er muss runter von der Straße. Mach die Tür auf! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Das ging aber schnell. Ersten 3 Minuten, 2 Leute tot, easy. Okay. Die Stadt Harran. Finden Sie Suleiman und fangen Sie das Dokument ab. Okay, alles klar. Und Sandro, wo bist du? Ich bin gerade noch beim Ladebildschirm. Ja, der Bildschirm doch. Ja. Also ich habe jetzt gerade die Anfangsszene durch, sagen wir jetzt mal. Ich musste ja nichts machen, wo mich die Typen verprügelt haben. Da wurde deine Typ gefressen. Der Amir hieß er, glaube ich. Unwichtige Nebencharaktere. Und du schnetzelst dich schon durch die Stadt. Nein, ich bin im Anfangsgebäude. Du musst erstmal ewig weit laufen. Nicht spoilern, ja? Wenn du spoilerst, dann fliegst du aus dem TS. Du warst in dem Raum? Ich bin dich hier halt. Ich bin noch. Achso, zum Vorfahren Leertaste drücken steht da. Ich bin blind. Nice. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Also eins kann man sagen, die Grafik ist hübsch. Alter! Okay, ich weiß jetzt, was du mit Mausempfindlichkeit meinst. Die ist ja am Anfang voll übertrieben. Ja, richtig. Steuerung. Mausempfindlichkeit. Blub. Ich geh mal halb so weit. Alter, die ist immer noch so krass. Okay, nicht beenden. Option. Ja, ich bin 31, stell dir vor. Was? Ja, du bist 31 Jahre alt. Easy. Ich mach mal meine Facecam an. Moment, weil du angerufen. Jo, alles klar. So, und ich steck mal hier mein Headset ab, weil das wird sowieso schon voll aufgeladen. Gut, Steuerung, Mausempfindlichkeit, die ist ein bisschen hart. Na, damit kann ich was anfangen. Ja, jetzt ist ein bisschen zu niedrig. So. Ja, damit kann man leben. Okay. Hans 3. Und
Alien Zombies from Mars, closer than you think. Was? Easy. Wieso? Ich schau gerade die Plakate an. Ja, mach mal hin, ey. The Scorpion. Aha. Meet the three times Kickboxing World Champion. Aha. Ich schau gerade aus dem Fenster. Es brennt ein bisschen an ein paar Häusern. Oh. Ich muss hier raus, okay? Ja. Ah, der Marc hat mich gerade angeschrieben. Warte. Warte, kannst ja mitmachen. Der Marc. So, da ist eine Küche. Wunderschön. Genau, wieder heben. Wieder heben. Gut, ich bin jetzt hier in so einem Haus. Wo muss ich hin? F. Also F öffnen. F ist benutzen. Was schreien die denn so rum? Du drei Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. 31? Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Der Boss. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Okay. 31, das ist deine Nummer. Okay, meine Nummer? Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger. Ein Infizierter mehr. Ein Kurier weniger. Alles klar. Der spielt mit der Dose, der hat Spaß. 31 Infizierte und nur noch 7 Kurier. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Hey, das ist mein Antizin. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Was für ein Wichser. Was sagt ihr das dann? Was ist bei dir? Wir gehen drauf. Einer nach dem anderen. Wir gehen alle drauf, einer nach dem anderen. Hallöchen, wer bist denn du? Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Oh, kann man denn hier was einsammeln oder mitnehmen? Weil es die Intro ist. Also Intro, ich weiß nicht, warum das Spiel eigentlich in Deutschland also verboten, indiziert ist. Korea. Korea. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Ja. Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Dann kauf dir neue, Junge. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Bracken hat das Sagen. Alles klar. Wow. Nein, das wollte ich nicht. Na, Sandro, wo bist du? Ich bin schon mit dem Obermacker fertig. Mit wem? Dem Obermacker. Obermacker? Mit Bracken? Damit bist du dich eingedauert. Ja, weil, ich nicht bei dir reinreden will. Ich bin sehr höflich. Aha, sagte. Sonst sag ich dir auch nicht, wo was zum Sammeln versteckt ist. Okay. Dann müde ich mich jetzt nicht mehr. Okay. Aber wenn halt jemand was Wichtiges sagt... Ich bin nicht faul. Ich bin nicht faul, sagte er. Wo muss ich denn hier hin? Hallöchen.
Kennst du das? Was sagt der Zombie? Begeben Sie sich in den 13. Stock. Ja. Da ist ein Schrank im Weg. Da. Wo ist was Verstecktes? Versteck. Hier muss ich nach unten. Versteck? Nach oben oder nach unten muss man? Wo willst du denn hin? Ich weiß es nicht. Zum 13. Stock. Schrank vorbei? Ich soll da was für Rahim holen. 13? Nee. Oh, scheiße. Bist du nicht bei dem... Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Du musst zum Aufzug. Warst du ja schon? Ja. Ah, okay, jetzt ist das Ding weg. Na, was passiert hier? 13. Stock. Hier sind ja einige draufgegangen. Boah, wenn da jetzt ein Baby drin gewesen wäre. Wird eklig. Crane, ne? Hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Lecker. Da wäre noch was ich... Ich wurde gerissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. So. Können wir jetzt endlich mal hier schnetzeln? Alles klar. Rechtsklick. Macht das was? Nö. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich die Spitze laut oder leise eingestellt habe. Hier drin braucht jemand Hilfe. Alles klar. Hallöchen. Batsch. Wow. Ein Schlag, das Viech ist weg. Wow. Super. Sehr schwer. Taschenlampe gibt's noch nicht, oder? Ah. Oh. Okay. Wer ist denn hier drin? Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Hey. Hallo. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, scheiße. Jetzt Sachen zum Sammeln schon. Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Helfen Sie dem Überleben dann. Nein. Kümmern Sie sich um Mark. Oh, Mark. Nur mit K geschrieben. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Lecker. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Jo, lass mich raten, er wird zum Zombie, bevor ich wieder da bin. Wahrscheinlich hier drin. Oh, sogar. Ah, Metallteile. Ich suche nach Shit. Ja, ich suche mal das Stockprogramm ab. Was? Nägel. Auf jeden Fall. Kühlschrank. Akku. Oh, Nägel. Ja. Ja, ich glaube, bis wir Koop spielen können, da müssen wir noch. Hallo? Das dauert ein bisschen, ne? Das geht nicht. Ja, hier. Kann man auch noch rein. Okay. Ich finde es gut, dass auf der Map markiert wird, wo man was looten kann. Wow. Kann man auch kicken oder so? Das wär lustig. Ja, mit ihr. Ah. Erinnert mich ein bisschen an. Elektronisches Bauteil. Wieso machen die es nicht andersrum, dass man auf F, auf E benutzt und F kickt? Wie in Dead Island. Oder war doch so? Genau. Oh, elektronisches Bauteil gefunden. Das ist lila, ist bestimmt legendär. Dann bist du auch in seinem Zimmer gerade. Ja. Da habe ich dich eingeholt, obwohl ich später angefangen habe. Ich bin einfach der King. Nö, ich habe einfach alles nur mal ausgeschaut unten. Und es hat sich auch gelohnt. Ja, du hast was gefunden, ich nicht, oder? Nein. Achso, ja. Was jetzt? Ich habe was gefunden, was du nicht gefunden hast. Was ist das? Ich komme ja wieder zurück. Eine Zombie-Statue. Wow, und wo war die? Okay, das ist alles, was man braucht. Versuchen wir es. Ah, Balkon. Alles klar. Hallöchen. Stellen Sie ein Medkit her. Mit I? Entwürfe? Medikit. Anfertigen. Weil ich ja vor dem Zombie fliehen wollte. Hui. Medikit, okay. So, benutzen.
Tut weh. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay. Alkohol. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Ja, dann übernehme ich. Stimmt's eh. Trinke ich. Den Alkohol. Natürlich. Nice, 250 EP. Gut gemacht, 31. Ja. Stille Wasser sind tief. Ja. Stille Wasser. Und wohin jetzt? Ah, T ist Taschenlampe. Nicht schlecht. Ist ja cool. Vielleicht habe ich dich hier falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Wie nicht? Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Jetzt an. Zieh rein. Nee. Zurück zum Aufzug und zurück zu dem kleinen Jungen oben am Balkon. Hui. Ist hier sonst noch irgendwas versteckt? Ach, hier kommt man sogar runter. Ach so, ich bin ja hier vorhin hoch. Ich dussel. Du dussel. Ist es eigentlich immer so, dass was angezeigt okay, wird, wo ist man erledigt. Lootet, oder wo es ein Kinderspiel gibt? Ich glaube nicht. Noch was? Nur für die Quest. Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Hab ich dir gesagt? Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Die haben Probleme. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Oh mein Gott, jetzt schulden wir kein doch noch was. Sprengstoff, Rahim. Oh, kein Sprengstoff, das ist doch langweilig.